Aber die Frage ist, wie kann ich dann mit diesen Leuten in Kontakt bleiben, ohne dabei ganz, ganz viel Zeit auf Social Media zu verschwenden? Und dazu hat unsere Gruppe Actually Real die Antwort genau gemacht. Oder die Gruppe besteht aus Vadim, Ludwig, Alex, Alex und Jonathan. Ja, herzlich willkommen zu unserem Projekt Actually Real, gemacht von Alex, Alexander, mir Vadim, Jonathan, Ludwig. Jonathan und Ludwig sind gerade auf dem Weg nach Hause, da deren Zug früher gefahren ist, beziehungsweise weil ihr Zug nur früher fährt und deswegen sind sie gerade nicht da. Unser Problem ist, dass Social Media extrem zeitraubend ist, uns ein schlechtes Gefühl nach einem dummen Rumscrollen gibt und es nur uninteressante Beiträge im Feed gibt. Unsere Lösung ist dazu Actually Real. Man kann dabei nur ein Foto pro Tag teilen, also ist noch nicht eingerichtet, aber aktuell kann man nur Fotos teilen, aber noch nicht ein pro Tag. Wir wollten, dass man unter den Fotos kommentieren kann, ist auch noch nicht ganz fertig, aber dafür hat man keinen öffentlichen Feed, sondern sieht nur Bilder der Freundesliste. Zu unserer Technik. Erstmal haben wir Flutter benutzt, damit wir die App für iOS und Android machen können. Dazu haben wir dann im Backend Go benutzt, um halt relativ gut damit zu arbeiten zu können. Und zur Kommunikation haben wir eine API mit einer JSON benutzt. Der Server ist auf einer SQLite-Datenbank basiert. Dazu haben wir noch eine Gore.io als GRM benutzt, als Bibliothek zum Verbinden zwischen Datenbank und Go. Damit wir eben die ganzen SQL-Befehle nicht live abtippen können, macht uns Gorm da ein bisschen das Leben leichter, indem wir Strukturen erstellen können. Also zum Beispiel einmal, was ist ein User? Ein User hat eine ID, Name, eine Liste an Freunden und eine Liste an Images. Und was ist ein Image? Ein Image hat eine ID, den Path, damit wir wissen, wo liegt das überhaupt auf der Festplatte. Und dann auch die User-ID, wem das gehört und wann es erstellt wurde. Für die API benutzen wir Gin, das ist ein Web-Framework für Go, mit dem wir einfach relativ einfach die API-Abfragen beantworten können. Und ich habe mal eine mitgebracht, damit wir mal auch ein bisschen Code sehen können. Und zwar stellen wir eine Anfrage an /me-friends-list, um zu wissen, mit wem bin ich eigentlich befreundet. Dann prüfen wir einmal, ob den Namen, den ich mitschicke, also sozusagen um zu wissen, ich will wissen, mit wem ich befreundet bin, ob der valide ist. Dann nehmen wir uns den Nutzer aus der Datenbank, machen eine leere Liste, fügen in diese Liste alle FreundInnen hinzu und geben die ganze Liste als JSON dann einfach wieder zurück. Ja, kommen wir zur Live-Demo. Jetzt öffnen wir unsere App über einen Emulator. Hier nehmen wir uns einen Namen und loggen uns in. Dadurch haben wir uns einen Account gemacht. Und jetzt sind wir auf der Startseite. Wir haben noch keine Bilder, weil wir noch keine Freunde haben. Ich weiß, forever alone. Nun können wir uns neue Freunde ranholen. Alexander, glaube ich. Nun zum Beispiel hier werde ich einmal geaddet. Jetzt kann ich mich auch an der App in meinem Handy anmelden. Für die, die es sehen wollen. Ich habe auch keine Freunde. Und da sieht man erstmal Nico und Baran. Die haben schon viel Bilder gemacht. Und jetzt kann ich hier einfach meine App öffnen, hier live ein Bild machen mit uns allen. Und dann sollte das jetzt direkt hochgeladen werden. Hoffentlich. Ich muss eine Freundesanfrage machen, oder? Alles ist perfekt, alles läuft, wie es soll. Nochmal. Läuft jetzt? Ja, jetzt haben wir perfekte Bilder. Was? Geht? Soll ich auch noch ein Foto machen? Reicht. Nun kann man noch, warte mal, genau. Also an der Seite, wenn du kein Foto machen willst, kannst du auch ein Foto uploaden. Jetzt rein theoretisch können wir irgendein Foto auswählen und dann würde das ich oder Nico jetzt sehen. Und dann würde es jetzt in unseren Feed reinkommen. Hoffentlich. Ja, reicht jetzt. Ja, können wir nicht. Was? Ja. Ja. Das war's mit unserer Demo. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Habt ihr noch Fragen?
Genau. Wer noch Fragen hat, der kann vielleicht gleich einfach auf euch zukommen, denn wir machen keine Fragen. Okay. Unseren Code findet ihr auf GitLab. Da haben wir noch einen QR-Code für. Und dann nochmal ganz am Ende, danke an unsere wunderbaren Mentoren, Baran und Nico. Die haben uns sehr daraus geholfen, ohne die hätten wir es niemals geschafft. Cool, danke.